So, hallo, da sind wir wieder zurück zu Passing Pineview Forest. Und ja, ich habe von euch in den Kommentaren erfahren, dass immer, mir ist auch in diesem Spiel aufgefallen, immer wenn wir gehen, also immer wenn wir ein Stückchen weitergehen, dann raschelt es im Hintergrund so ein bisschen. Also im Busch, also es raschelt immer. Und in den Kommentaren wurde geschrieben, immer wenn es raschelt, sollte man stehen bleiben und sich umgucken. Und ja, genau das werden wir versuchen heute zu machen. Ich weiß nicht, ob ich das packen werde oder nicht, aber ich versuche es jetzt mal. Und ja, ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Vielleicht verarscht ihr mich, vielleicht auch nicht. Aber ja, no risk, no fun, ne? Dann starten wir jetzt Passing Pineview Forest. Okay, komm, wir probieren das. Ah. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber wir probieren es. Los geht's. Und ihr habt doch geschrieben, keine Taschenlampe benutzen. Wir müssen jetzt genau zuhören. Immer wenn es raschelt, müssen wir stoppen. Also drückt mir mal die Daumen und viel Spaß bei dieser Horrorerfahrung. Außerdem können wir hören, wenn dieses Viech auf uns zurennt. Thank you.
Ach ja, habe ich schon erwähnt, dass man dieses Spiel auch mit den Oculus Rift spielen kann. Zum Glück tue ich das gerade nicht. Weil ich den Oculus Rift gar nicht habe. Ihr wisst gerade gar nicht, auf wie mein Herz gerade schlägt, ey. Dieses Spiel treibt einen ganz schön auf die Grenzen. The fuck? Wer hat hier eine Quietscheente? Ich find das nicht nett. Oh Gott. Wir sind jetzt an der Stelle angekommen, wo ich die ganze Zeit gestorben bin. Ich werde gerade sehr paranoid. Hört auf, mich zu provozieren! Bitte! So weit war ich noch nie. Was für ein netter Typ.
Boah, diese Frau mit der Quietsche-Ente. Die weiß, wie man jemanden hier provozieren kann. Und Angst einjagen kann. In einem dunklen Wald. Oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Aber es scheint zu klappen. Alter, wie lange geht dieses Spiel? In diese Hütte will ich nicht reingehen. Boah, diese Fußschritte. Hier muss man wirklich die Nerven behalten. Man darf sie nicht verlieren. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Oh Gott. Verpiss dich! Zum Glück habe ich keine Angst vor Clowns. Wie heißt eigentlich diese Phobie gegen Clowns? Wie lange geht das noch?
Noch mehr Gebäude. Okay. Was sollen hier diese ganzen Figuren? Dieses Rascheln, das ist sie, die mich verfolgt. Pineview Drive.
Congratulations, congratulations. You reached the house at the end of Pineview Drive. Thanks for playing our small game and we hope you enjoyed it a little bit. Also hat es doch gestimmt. Boah, endlich ist es vorbei. Ich dachte jeden Moment so, boah, gleich bin ich dran, gleich bin ich dran, aber es ist nichts passiert. Man muss in diesem Spiel wirklich durchhalten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann zu einem nächsten Horror in die Game wieder. Bis dann. Wow! Wir könnten einen Brief schreiben. Ich glaube, gehen wir mal hier rein. Okay. Oh, wir können uns verteidigen. Wieso können wir keine Waffen? Okay, ich hab's.